Ja, hallo meine Freunde und willkommen zurück zu ETS 2, Euro Truck Simulator 2. Ja, beim letzten Mal haben wir noch eine Fahrt gemacht, damit wir an das Geld rankommen für unseren eigenen LKW. Und den werden wir uns jetzt kaufen. Und zwar, wie gesagt, schauen wir es mal schnell kurz, ob es reicht für den Renault. Machen wir mal schnell die Musik ein bisschen leiser, dass ihr mich auch besser hören könnt. Und sobald wir auf die Straße gehen, mache ich wieder lauter. Ja. Warum dauert das halt so lange mit dem Laden? Okay, da sind wir. Gut. Den, nein, ich wollte eigentlich den anderen haben. Den nächsten. Und reicht das Geld? Ja, wir könnten uns diesen leisten. Und? Ja. Ja, wir kaufen ihn auch. Das heißt, jetzt sind wir selbstständig. Jetzt haben wir unsere eigene LKW und können unsere ersten Fuhren. Und da schauen wir natürlich, dass wir so schnell wie möglich dann weiter geldtechnisch aufsteigen, dass wir ganz schnell vorankommen und natürlich dann unsere Angestellten einstellen können, dass wir mehr Möglichkeit haben, auch hier, ich glaube, so drei Garagen kann man es erhöhen oder sogar mehr. Das sehen wir dann auf alle Fälle. Jetzt heißt es aber erstmal eigene Aufträge an Land ziehen. Und das geht eigentlich ganz einfach. Also so mache ich bei meinem eigenen Spiel auch. Ups, ich fahre einfach immer die ganzen Firmen ab, schaue, was sie haben und nehme natürlich die lukrativsten, zu nehmen. Ja, da schauen wir uns jetzt einfach mal um. Beim ersten gleich mal. So, dann machen wir das Ganze wieder ein bisschen lauter. Gut, für Verschönerungen am Truck haben wir später dann noch genug Zeit, wenn wir mehr Geld haben. So, jetzt schauen wir mal hier hin, was wir hier für Fuhren kriegen. Da steht eine da, eine Fracht. Wo geht die hin? Nach Linz für 9600. Ich würde sagen, jetzt schauen wir einfach noch gegenüber, was der uns bietet. Für Fuhren. Ja, endlich unseren eigenen LKW. So, jetzt schauen wir mal hier. Da steht auch was da. Und hier haben wir einmal nach Joghurt Zürich, Zürich Salzburg. Ja, das sind die anderen, glaube ich, der andere lukrativer. Das ist halt die Frage, was machen wir? Ich würde sagen, wir nehmen jetzt erstmal den kurzen. Und zwar fahren wir die Tomaten, damit wir nach Salzburg kommen. Und in Salzburg können wir dann schauen, dass wir dann erstmal den südlichen Bereich noch alles auffahren. Weil wir müssen ja auch die Städte Stück für Stück aufmachen. Oder besser gesagt, da, was es in die Städte gibt. Ah, ich brauche den anderen. Ha! Toll. Ja, jetzt kann man natürlich immer die Firmen selber anfahren. Ja, jetzt können wir unsere Firmen dann alle immer selber anfahren. Die Firmen und schauen, was die haben. Und müssen uns nicht mehr an den Auftragsding erhalten. Ich hoffe, dass ich kommt da vorbei an den. Ja. Gut. Jo, dann auf nach Salzburg.
Autobahn und jetzt kann es losgehen. Wissen wir da mal nicht, über was wir reden sollen. Aber das ist ja üblich. Ja, und ums Tank müssen wir uns jetzt selber kümmern, die Reparatur müssen wir selber zahlen und Maut. Ach ja, das kommen wahrscheinlich stellenweise dann doch große Kosten auf uns zu. Aber ich hoffe mal, dass es uns weniger stören wird. Ja, wir machen das einfach. Dann passt das schon.
Aber können dann dort auch gleich mal als Fragezeichen hinfahren. Sie wissen, ob ich hier, glaube es dort Leute gibt oder irgendwelche LKW-Marken. Gleich haben wir unsere eigene Fracht abgegeben. Jawohl, die erste eigene Fracht haben wir abgeliefert in Salzburg. Ja, und jetzt sind wir eigentlich schon fast Level 9. Gut. So, was passiert nun? Ah, okay. So, jetzt können wir quasi weiterfahren. Aber das machen wir dann beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.